Heyo, ich bin Tommy Something und das ist meine Top 5 meiner Lieblingsgames. Ihr wisst ja, ich lese all eure Kommentare und einer meiner Zuschauer hat mich darum gebeten, dass ich mal meine Top 5 meiner liebsten Games mache und ich dachte mir, why not? Bei dieser Top-Liste gilt wie bei jeder anderen Top-Liste dieselbe Regel: Es ist meine subjektive Sicht auf die Dinge, bedeutet, das sind meine 5 liebsten Games. Und natürlich haben es viele andere Spiele nicht in diese Top-Liste geschafft, die ich aber ziemlich großartig finde. Aber naja, es gibt halt 5 andere Games, die ich besser finde. Und diejenigen unter euch, die mich schon kennen, wissen wahrscheinlich schon, welche Spiele in dieser Liste ungefähr vorkommen werden. Aber mal sehen, vielleicht überrasche ich euch doch. Jetzt wollen wir aber keine Zeit verlieren. Meine Lieblingsgames und es geht los mit Nummer 5. Kingdom Hearts oder das Spiel, auf das ich ewig warten musste. Eine kleine Geschichte. Kingdom Hearts war eines der ersten Spiele, die ich für die PS2 bekommen habe und als ich es durchgezockt hatte, konnte ich den zweiten Teil kaum erwarten. 4 Jahre lang hat es gedauert, indem ich jedes Artwork gesammelt habe und mit Sabber im Mund auf jeden noch so kurzen Trailer starte. Als es dann endlich erschien, habe ich extra 2 Tage lang die Schule geschwänzt, nur um die perfekte Mischung aus Final Fantasy und Disney in Ruhe durchspielen zu können. Seitdem hat das Warten von vorne angefangen. Und auch wenn ich mit den ganzen Handheld-Teilen nicht wirklich was anfangen konnte, weil sie einfach Dinge erklären, die ich nie wissen wollte, ähnlich wie die Star Wars Prequels, gibt es für Kingdom Hearts den Platz Nummer 5. Nummer 4. Snake Eater. Alles hat damit angefangen, als ich unsere PS1 aus dem Keller holte, um den ersten Teil von Metal Gear Solid zu spielen und seitdem war ich hooked. Nicht nur das clevere Gameplay, das einem die Wahl lässt, Menschen zu töten oder auch nicht, sondern auch die geniale und komplizierte Story haben mich in ihren Bann gezogen. Verdammt, ich habe mir sogar damals eine DVD geholt, die mir alle Storyplots in Ruhe nochmal erklärt. Man blickt einfach bei so vielen Charakteren und Verschwörungen irgendwann mal nicht mehr durch. Der beste Teil ist für mich immer noch Metal Gear Solid Snake Eater. Nicht nur gab es geniale Bosskämpfe, Big Boss selbst, also das genetische Material für Solid Snake, scheint auch ein verdammt cooler Dude zu sein und es gab glaube ich kein Spiel, bei dem ich am Ende salutiert habe. Platz 4 für den Schlangenfresser, Metal Gear Solid. Nummer 3. Wenn man mich fragt, in welchem Setting ich gerne leben würde, dann wäre es das Wasteland von Fallout. Ich liebe die Atmosphäre, die Gegner und natürlich den Jazz. Auch wenn man jeden Song 5 Millionen Mal hört, das Spiel gerade für die Konsolen an vielen Stellen verbuggt ist und das Kampfsystem extrem schwammig ist, durch interessante Charaktere und tolle Storyplots verzeihe ich ihm all diese Fehler. Fallout 3 hat die bessere Hauptstory und Fallout New Vegas kommt mit tollen DLCs um die Ecke und es ist einfach eine Welt, in der ich mich gerne austobe. Damit landet Fallout auf den 3. Platz. Nummer 2. Final Fantasy X oder das Spiel, bei dem ich geheult habe. Ja, ihr habt richtig gehört. Final Fantasy X hat mir gezeigt, was eine gute Story ausmacht und wie involviert man in ein Videospiel sein kann. Tidus ist einer der sympathischsten Charaktere, die ich kenne und seine Entwicklung, sein Erwachsenerwerden im Spiel, hat auch meine damalige Situation sehr gut wiedergespiegelt. Ich erwische mich selbst immer wieder dabei, wie ich den Tuzanakan-Theme summe und das bis heute. Da es mein erstes Final Fantasy war, wird es auch immer mein liebster Final Fantasy Teil bleiben und verdient sich damit den Platz Nummer 2. Und Nummer 1 ist... Ich habe lange überlegt, welches Game bei mir den ersten Platz macht und kam dann irgendwann auf die Mass Effect Trilogie. Ich glaube, in den letzten Jahren hat mich kein Spiel so sehr gepackt wie Mass Effect, außer vielleicht The Last of Us, aber in Mass Effect habe ich eine größere Reise und dadurch deutlich mehr Zeit, mich mit den Charakteren auseinanderzusetzen. Ein gutes Beispiel: Obwohl ich jeden Sidequest immer gemacht habe und wusste, dass all meine Charaktere am Leben bleiben werden, hatte ich am Ende von Mass Effect 2 trotzdem Herzrasen, weil es einfach so gut inszeniert war und ich doch irgendwie Sorge hatte, dass ich was vergessen haben könnte. Niemand aus meiner Crew sollte sterben und jeder von ihnen war mir wichtig. Hoffentlich wird das neue Mass Effect genauso gut. Jetzt aber ist die Trilogie von Mass Effect erstmal mein Platz Nummer 1. Hey ho, ich bin Tommy Something und das ist meine Top 5 der Creepypastas in Videogames. Creepypastas sind kleine Horrorgeschichten und Mythen, bei denen man sich nicht sicher ist, ob sie nun wahr sind oder nicht, aber ziemlich oft ist es nur reiner Humbug.